Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Suvarium. Eine weitere Key-Vergabefolge von 5 insgesamt. Das ist dann die zweite. Ja, habt ihr die Chance, ein Suvarium-Key zu bekommen? Ohne Probleme. Die ersten 10 sind erstmal offen in der Beschreibung. Da haben die ersten 10 Zuschauer natürlich dann übelst den Vorteil, weil so schnell geht's bei mir ja auch nicht. Und die nächsten 40 werden in 10er-Grüppchen im Video einfach immer so im Bild erscheinen. Da könnt ihr euch die dann abschreiben. Das hat in der letzten Folge auch kaum zu Problemen geführt. Manche haben es nicht geschafft, sich zu registrieren. Tut mir auch leid für die Leute, aber das ist halt sehr schwer. Das ist nicht so einfach aufgebaut bei dem Spiel. Also auf der Homepage bei denen. Aber es funktioniert. Viele haben es geschafft. Und ich drücke euch natürlich, die es jetzt wieder versuchen, ganz fett die Daumen. Okay. Ich habe mir eine andere Knarre gegeben. Eine sehr, sehr starke Waffe. Aber es ist immer noch eine Einsteigerwaffe. Wir werden diese Folge höchstwahrscheinlich Level 3. Eigentlich ziemlich sehr wahrscheinlich. Und auch in den Rang hier aufsteigen. In Landstreicher-Rang. Da fehlt uns auch nicht mehr so viel. Und wollen wir mal gucken, was es dann für Möglichkeiten neue gibt. So. Ich habe mir Waffe gegeben, wie gesagt, die Mosin Karabin und die T33 Munition habe ich mir auch schon gegeben. 20 Schuss dafür und weniger als 50 können wir leider nicht stickeln. Das geht leider nicht. Mir fehlt einfach noch die Power von dem Charakter. Aber dementsprechend ist er eigentlich ganz in Ordnung. 20 Schuss, ich hoffe, da komme ich über eine Runde mit. Aber ich glaube eigentlich eher nicht, wenn wir jetzt gucken. 30 ist maximal, aber ich darf mir hier nicht mehr geben. Ich würde mir lieber weniger Pistolenmunition geben. Aber das scheine ich noch nicht ganz so zu verstehen. Das ist ein bisschen blöd. Gut, ich werde das aber so stückeln. Wir haben dann genug Munition für eine Runde auf jeden Fall. Und join einfach mal auf den Server. Und level endlich mal wieder. Wir haben immer noch die Mission. Die habe ich nicht erfüllt in der letzten Folge. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Macht aber nichts. Mal gucken, wie lange das Matchmaking hier dauert. Geht eigentlich ziemlich fix immer. Mach das mal zu. Und haben auf jeden Fall jetzt Munition dabei. Und ein schönes Gewehr. Das ist ziemlich stark. Und da hat schon gebimmelt. Ja, ich tue hier so ziemlich cool rumscrollen. Um den Charakter herum. Versuche das so flüssig wie möglich zu machen. Ist aber schwer. Man sieht immer, dass das ein Spieler ist, der das bewegt. So, wir sind schon wieder in der Schule. Aber die Map, die mussten wir abbrechen letztes Mal, weil ich ja keine Munition dabei hatte. Und ich möchte gerne die Runde Köln nochmal spielen. Die war cool. So, die Runde ist gestartet. Wir haben echt nur 20 Schuss dabei, aber dafür brauchen wir Munition für die Pistole. Mehr als für das Gewehr. Ob das so eine gute Entscheidung war? Da sollte jeder Schuss doch eher überlegt sein, den ich hier so tätige. Mal gucken, wie es so klappt. So. Dann nehme ich doch am besten erstmal die Pistole für Nahkampf. Die macht natürlich nicht viel Schaden. Laufe den Typen hinterher. Und versuche erstmal... Lauf nicht den Typen hinterher. Hol erstmal eine Kiste. Der knallt schon. Sehr nebelig hier unten. Oh, wir verseuchen. Oh nein! Keine gute Idee, da lang zu gehen. Ein grünes Bild war, glaube ich, noch nie ein gutes Zeichen. Wenn man dann höher gelevelt ist, dann hat man Schutzkleidung und kann auch da durchgehen. Eigentlich eine ziemlich coole Idee vom Spielentwickler. Aber wir sind alle noch Low-Level-Bereich hier und der Gegner sammelt ja wie ein Wahnsinniger die Kisten hier. Das ist ja unglaublich. So. Wir müssen die Kisten finden. Mit vorgehaltener Waffe schon mal so los. Man hört mich eh nicht quatschen, wenn die ballern. Das ist so laut. Sehr überlegter Schuss. Eigener. Oh, ein Versuch war es wert. Okay, das wird eine ganz, ganz scheußige Runde für mich. Schlechte Waffe und schlechter Skill. Eine ganz blöde Kombination. Digal 47 lümmelt hier so rum. Vielleicht hat er einfach nur Angst. Kann ja auch mal sein. Ne, er schreibt. Was auch immer er da geschrieben hat. Vielleicht kann das ja einer von euch übersetzen. Ich habe keine Ahnung. Oh, ich werde mal außen rumgehen. Und der Gegner, der sammelt hier Kisten ein. Das gibt's gar nicht. Wir haben gar keine Schnitte gegen die. Naja, man kann nicht immer gewinnen. Aber ich habe alle meine Munition wieder. Vielleicht lädt er doch wieder nach. Hat in der letzten Folge ja irgendwo gar nicht funktioniert.
Ich muss hier. Eine Aufgabe ist ja auch von mir gewesen, eine Kiste zu klauen. Vielleicht habe ich ja echt mal die Möglichkeit, eine zu filzen. Das wäre mal cool. Und völlig selbstmörderisch vorbeizurennen. Boah, den Bums. Treffer und gekillt. Schöner Weitschuss. Das Gewehr ist total überstark. Oh, ich wollte gar nicht schießen. Oh oh. Er hat mich gesehen. Oh, der kam aber von woanders. Verflucht. Schwierige Runde. Der Gegner ist richtig stark. Der Gegner ist richtig stark in dieser Runde, finde ich. Und hat auch ganz schön viele Kisten schon eingekratzt. Das wird ein bisschen ärgerlich für mich von dem Punkt her. Aber Level 2 oder 3 werde ich sowieso. Und wir kriegen jetzt auch immer unser Magazin wieder voll. Finde ich ganz angenehm. Hat mich schon erschrocken. Ich dachte, wir verbrauchen die ganze Munition immer pro Runde. Ich habe ihn gesehen. Da oben ist auch einer, ja. Den habe ich aber nicht gekillt. Aber ich habe reagiert. Boah, das Nachladen dauert lange. So, Attacke. Kiste klauen gehen. Der Gegner, der macht uns total platt. Einfach mal da hinten. Boah. Alter Schwede. Ist das eine Panzerfaust gewesen, oder? Naja, mein Skill ist wieder mal kacke. Aber das macht ja nichts. Wo, wo, wo? Ja, die Grafik ist so gut, dass man es sogar schwer erkennt. Ne? Das ist aber das ist auch ein ziemlich real. Außer dass die Gegner natürlich alle gleich aussehen. Erledigt. Immer wenn dieser rote Zippel kommt, dann ist er auch tot. Oh, das war ich aber nicht. Der ist aber umgefallen. Komisch, ne? So, der Gegner scheint gerne da oben rüber zu laufen. Ne? Das ist schon sehr verdächtig. Ich habe auch noch eine Rauchgranate dabei. Die sehen wir unten in der Mitte. Zum Himmel guckt, sieht man sie besser. Da ist er. Und mir, oder wie immer der heißt, läuft auch. Ich kann theoretisch natürlich überhaupt nicht lesen. So, Ablenkungsmanöver gleich mit Rauch. Ich will den natürlich jetzt eine Kiste abluchsen. Ist ja eine Aufgabe von mir. Eine Tagesaufgabe. Da laufen sie schon. Ist natürlich schwierig hier beim Gegner direkt. Ich dachte, er geht einen Schritt vor. Da ist er tot. Wie weit können wir so werfen? Ich helfe den Kollegen. Taktik hoch da, da liegt eine Kiste. Ich gehe mal so ein bisschen in Deckung. Boah, ist das komisch, wenn man die beobachtet. Boah, war das ein Luckshot. Da weiß aber jetzt, dass ich da bin. Zu viele. Alter. Hä? Was ist denn da? Eine Bärenfalle.
Was? Also bitte. Da nicht reinlatschen, wenn die also die ist weg. Die Bärenfalle, da bleibt man erstmal hat man erstmal Verletzungen in den Beinen und man bleibt eine Zeit lang an der Stelle hängen, logisch, was so eine Falle auch macht. Oh, können wir ein bisschen uns ausruhen? Nee, ausruhen ist hier nicht angesagt. Meine Mission erfüllen. Ach, was? Oh! Getroffen war er. Aber eher schlecht als recht von mir. Boah, der Gegner. 7 Kisten hat er schon. Wir haben jetzt eine. Also ich habe nicht das beste Team erwischt. Was meine Schwächen mitträgt. Nein, habe ich nicht. Aber er muss sich theoretisch gesehen noch die anderen beiden holen. Die wir noch drin haben. Karabinergewehr ist sehr stark, schießt aber sehr langsam, muss man einfach sagen. Hast du wohl gedacht, Mann? Mann, ist das mal schön, im Video doch Leute erwischt. Natürlich ist Gewalt total falsch, ne? Keine Frage. Aber sie macht so viel Spaß. Nein, Quatsch. So, jetzt Kamikaze. Ich dachte, ich wäre schon tot umgefallen. Die Idee war gut. Aber ist doch selbstmörderisch. Was haben wir an Kills? 6, 6. Oh, gut. Jetzt müsste es 7 sein, ja. Nee, 6, 6. Ist eigentlich ganz angenehm. Für meine States ganz in Ordnung. Aber ich hätte mal Rauch werfen sollen, was ihr wahrscheinlich jetzt denkt. Aber als Zuschauer ist das immer leichter als Spieler, ne? Ihr kennt das vielleicht selber, wenn ihr Aufnahmen macht. Da kommt ein Gegner. Wer ist das? Do, warte, irgendwas. So, ich gehe wieder innen durchs Gebäude. Oh, da hat er noch so viel Munition gehabt. Hätte ich nicht gedacht. Tannenberg. Mein Auge wird furchtbar sein. So, die Runde geht an sich noch 3 Minuten 50 und Tannenberg wird da jetzt stehen. Da war er gerade. Naja, er wird schon woanders sein. Ist ja nicht blöd. Sonst hätte er mich ja nicht gekillt. Da komme ich nicht durchs Fenster. Da. Feindliche Bewegung. Ist er jetzt gefallen? Na, die Maps sind schön klein, also ziemlich übersichtlich. Das ist manchmal pro, manchmal auch contra, ne, wenn zu viele Spieler sind, aber hier sind die ja gut ausbalanciert von der Menge her. Eine Etage höher in der wunderschönen Schule. Schleichen wir uns mal unsere Sniper-Posi an. Einfach mal Luckshot, nix da. Denkt doch, hä, warum hat der jetzt geschossen? Okay, komm, Kamikaze. Autsch! Oh, Gift. Vorsicht. Wow, ich weiß gar nicht mehr, wo der Gegner ist. Er ist überall! Jumpen. Kiste klauen, Kiste klauen, Kiste klauen, Kiste. Taste G schon mal gedrückt halten. Ne. Aber ich kam nah dran. Ich kam ziemlich nah dran. Und der Gegner hat sich über die letzte von uns geklaut. Das gibt's doch gar nicht. Container zu ergreifen. Ja. Ergreifender Tod war das jetzt. Gut, dass die Munition doch hält, ey. Ich habe schon gedacht, das wäre ein Patch gewesen. Es wird ein bisschen dunkler in der Map. Ich habe noch eine Minute noch was für meinen Kamikaze-Gang. Vielleicht lege ich hier auch noch einen.
Mit den saustarken Karabinern. Vielleicht können wir uns nächste Folge ja schon mal neue leisten. Boah. Reaktion, Reaktion, meine Lieben. 320 Spiele ist halt ein Pro-Gamer. Schon immer gewesen. Auch in jedem Spiel. So wie Counter-Strike. Scheiße. Ich halte doch lieber die Fresse jetzt, ey. Wir haben eh keine Schnitte mehr. Die Runde ist verloren. Aber Punkte können wir noch machen. Unsere Tagesmission erfüllen, was ja auch ein bisschen motiviert weiterzuspielen, anstatt jetzt auszumachen, weil man weiß, man hat verloren. Ein sehr schnelles Ende, aber es war sehr schmerzvoll, nicht schmerzfrei. Verflucht! Sie sind in unseren Bates, das ist doch voll kacke. Jetzt habt ihr uns, ne? Jetzt habt ihr uns. Boah. Einfach mal rein in dem Typen. Da wollte er uns von hinten angreifen. Mehr aber nicht mit 3-2-1 Spiele. Was ist mein Skill? Oh. Gut, fast 10 Kills, ne? Ist auch was. Ist ja alles ein bisschen ausbalanciert. Hier sind ja keine Pro-Gamer drauf. Fast nicht. Kann auch sein, dass er einen neuen Account hat und trotzdem Pro-Gamer ist. Man weiß es ja nicht. Letzte Sekunde noch eine Rauchgranate. Gut, die Runde ist zu Ende. Hä, willkommen zurück. Ja, willkommen zurück. Und ich kriege keine Belohnung. Und bin auch nicht gelevelt. Verstehe ich nicht. Wahrscheinlich, weil das Fenster offen war. Aber das gibt's trotzdem gleich. Die Belohnung, da ist er. Und auch das Leveln geht gleich hoch. Das dauert manchmal ein bisschen. Gut. Wir haben... Oh, Boots. Kosaken heißen die. Sind natürlich schon fast defekt, aber besser als gar nichts. Karte kaufen? Was kostet die? Nee. Will ich nicht ausgeben. So, Level 3. Wir sind Level 3, aber hier leveln wir irgendwie noch nicht. Als Landstreicher müssen wir wahrscheinlich die Aufgaben erst erfüllen. Okay, danke fürs Zusehen. Viel Glück bei den Keys und wir sehen uns in der nächsten Folge. Vielleicht spielen wir ja mal zusammen.